Sie können streicheln, zupacken, gestikulieren. Hände sind feinfühlig, präzise und ausdrucksstark zugleich, vereinen in unzähligen Handgriffen Geschicklichkeit, Sensibilität und Kraft. So helfen sie uns auf einzigartige Weise, die Welt zu begreifen. Dazu bedarf es komplexer Steuerungsprozesse und einer Hand voll Gefühl. Hände, die mit kleinen Gesten große Gefühle ausdrücken. Hände, mit denen wir erste Kontakte zur Welt aufnehmen, unsere Umgebung begreifen. Wir lernen, wie sich die Dinge anfühlen und wie wir sie in den Griff bekommen. Hände, mit denen wir unserer Fantasie Gestalt geben. Hände, die richtig zupacken können, wenn wir Halt brauchen. Beim Freeclimbing muss ein einzelner Finger manchmal ein Gewicht von 30 Kilo tragen. Höchstleistungen vollbringen auch die Finger einer Textverarbeiterin. Alleine den Daumen bewegt sie im Laufe eines Arbeitstages 17.000 Mal. Das ist genauso anstrengend wie ein Marathonlauf. Im Laufe unseres Lebens öffnen und schließen sich unsere Hände rund 25 Millionen Mal. Wir lernen unzählige verschiedene Handbewegungen. Ganz einfache und ganz schwierige. Wahre Kunstgriffe, die Konzentration, Koordination und Fingerfertigkeit meisterhaft vereinen. Was unsere Hände tagtäglich alles leisten, das wird meist erst bewusst, wenn sie einmal nicht mehr so wollen wie wir. Wie zum Beispiel bei einer seltsamen Krankheit, die ausgerechnet besonders virtuos spielende Musiker trifft. Beispiel der Pianist Jakob Spielmanns. Bei ihm tanzten plötzlich zwei Finger aus der Reihe und ließen sich nicht mehr kontrolliert bewegen. Zunächst glaubte er, das läge an mangelnder Spieltechnik und übte beharrlich, doch ohne Erfolg. Er musste Konzerte absagen und schien seine Fähigkeiten unwiederbringlich verloren zu haben. Das Geheimnis dieser seltsamen Krankheit liegt im Gehirn. Dort gibt es bestimmte Bereiche, die für das Fühlen, die Sensorik und die Bewegungen, die Motorik aller Körperteile zuständig sind. Hier in der sensomotorischen Rinde. Jedem Körperteil sind hier eigene Nervenzellareale zugeordnet, die für das Fühlen und die Bewegungen dieses Körperteils verantwortlich sind. Neue Verfahren der Medizin ermöglichen es sogar, die Regionen auszumachen, die für jeden einzelnen Finger zuständig sind. Stark vereinfacht kann man sich das wie in dieser Grafik vorstellen. Je mehr Nervenzellen das Gehirn für einen Körperteil bereitstellt, desto größer ist er hier dargestellt. Setzt man alle Körperteile in diesen Proportionen zusammen, gibt das ein skurriles Rindenmännchen.
besonders großen Hände, Lippen und die große Zunge zeigen, wie intensiv sich das Gehirn um diese Körperteile kümmert. Sie sind mit besonders vielen Nerven ausgestattet. Das heißt, sie sind äußerst sensibel. Wissenschaftler nennen das ein besonders gutes räumliches Auflösungsvermögen. Unsere feinfühligen Hände sind, ohne dass uns das immer bewusst ist, im Zusammenspiel mit dem Gehirn extrem hilfreiche und vielseitige Sinnesorgane. Sie sehen um die Ecke, wenn man im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastet. Man sieht nicht, man fühlt, ob das Badewasser warm oder kalt und ob die Avocadofrucht reif genug ist. Blinde sehen mit der Hand das Gesicht einer Person. Oder lesen mit der Hand ein Buch. Ärzte können durch Abtasten des Körpers Organkrankheiten erkennen. Hände helfen, die Welt zu erkunden. Und sie können Gefühle ausdrücken. Sie vermitteln Geborgenheit, Zuneigung und Nähe. Hinter der Feinfühligkeit unserer Finger stecken unzählige winzige Detektoren in der Haut. Sinneszellen, die alles, was wir anfassen, wahrnehmen und ans Gehirn weitermelden. Dabei sind die Rollen der Sinneszellen verteilt wie bei verschiedenen Instrumenten in einem Orchester. Auf jedem Quadratzentimeter unserer Fingerspitzen sitzen 110 Meissnersche Tastkörperchen. Sie melden dem Gehirn, wenn Druck auf die Haut ausgeübt wird. Innerhalb von Millisekunden reagieren sie noch auf die leichteste Berührung, gewöhnen sich aber relativ schnell an Reize und melden dann gar nichts mehr. Deshalb schalten sich die Merkel'schen Scheiben ein, wenn der Druck länger anhält. Ihre Reizempfindlichkeit nimmt nicht so schnell ab. Die zwiebelartige Figur links, ein sogenanntes Pacini-Körperchen, reagiert auf Vibration. Meissner, Merkel und Pacini sind spezialisierte, hochentwickelte Sensoren, die eine sehr feine Sinneswahrnehmung ermöglichen. Mittler für überlebenswichtige Signale sind indessen einfacher aufgebaut. Dazu gehören Sensoren für Schmerz, Wärme und Kälte. Es sind alles frei endende Nervenfasern, die ohne spezielle Sinneszellen reagieren. Hier schlagen wieder die Meissner- und Merkel-Zellen Alarm, weil die Fingerspitze auf zwei Nägel drückt. Die Sensoren melden dem Gehirn zwei spitze Druckempfindungen im rechten Zeigefinger. Versucht man das Gleiche am Unterarm, passiert etwas Eigenartiges. Man spürt nur einen Nagel. Das Auflösungsvermögen ist nicht so groß wie an der Fingerspitze, weil es dort rund 10-mal weniger Meissner- und Merkel-Zellen gibt. Daher können nur Reize gefühlt und gemeldet werden, die weiter als einen Zentimeter auseinander liegen. Das kann jeder zu Hause überprüfen. Man muss die Nägel nur im Abstand von einem Zentimeter fixieren. Das Auflösungsvermögen, die Fähigkeit, fein zu fühlen, ist nicht unveränderlich. Man kann sie trainieren, ähnlich der Muskulatur des Körpers.
Wenn Blinde die Brailleschrift lernen, dann vergrößert sich jene Gehirnregion, die für die Sensorik der Fingerbewegungen zuständig ist, schon einige Stunden nach dem Üben erheblich. Dabei kann das betreffende Areal doppelt so groß werden. Nach einem halben Jahr Üben bleibt das Hirngebiet für den Lesefinger dauerhaft vergrößert. Gehirnforscher wiesen nach, dass sich das Erlernen der Blindenschrift in den Köpfen der Blinden deutlich abzeichnet. Mit Hilfe eines neuen Gerätes, dem Magnetfeldenzephalographen, kurz MEG, verglichen sie die Areale der Finger vor und nach der Lernphase. Die Computerbilder zeigen, grün markiert, eine auffällige Vergrößerung nach dem Üben. Die Ausdehnung der sensomotorischen Areale im Gehirn ist also nicht starr, sondern ändert sich. Je nachdem, wie stark man bestimmte Fingerfertigkeiten trainiert. Die Forscher nennen diese Fähigkeit des Gehirns Plastizität. Nicht anders als beim Erlernen der Blindenschrift bildet sich auch beim Geigeüben oder Klavierspielen die gesteigerte Beanspruchung im Gehirn ab. Ohne diese Plastizität könnte niemand neue Bewegungsabläufe lernen. Weder Geigenmusik noch Klavierspiel wären möglich. Doch manchmal läuft auch bei einem so perfekt scheinenden System etwas schief. Die über Jahre geübten Bewegungsvorgänge beim Musizieren werden als motorische Steuerprogramme gespeichert und auf Abruf aktiviert. Hier in der sensomotorischen Rinde des Gehirns. Das ständige, exakt kontrollierte Durchlaufen dieser Steuerprogramme führt bei manchen Menschen zu Fehlschaltungen in der motorischen Rinde, die dann wie eine Art Computervirus die Bewegungskontrolle stören. Das ist, so ein Erklärungsmodell der Forscher, die Ursache für die geheimnisvolle Musikerkrankheit. Die einzelnen Areale verlieren dabei ihre Begrenzung. Hier vereinfacht für Ring- und Mittelfinger dargestellt. Sie verschmelzen miteinander, sodass sie in diesem Bewegungsprogramm nicht mehr unabhängig gesteuert werden können. Die Folge? Der Pianist kann seine Finger nicht mehr getrennt bewegen und bestimmte Griffe nicht mehr richtig spielen. Dieses Kernspintomogramm zeigt einen Schnitt durch eine reale sensomotorische Rinde. Per MEG wurden die Fingerareale grün und das Daumenareal gelb ermittelt. So sieht das bei einem gesunden Musiker aus. Und so bei einem mit der seltsamen Krankheit, die die Fachleute fokale Dystonie nennen. In Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz arbeitet Professor Eckhard Altenmüller am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover daran, diese seltsame Krankheit zu behandeln. Er ist der Arzt, der dem Pianisten Jakob Spellmanns schließlich half, das Rätsel seiner ungehorsamen Hand zu lösen. Wie der Trickfilm gezeigt hat, kommt es bei einigen Menschen zu ungewollten neuen Verschaltungen im Gehirn. Wir gehen heute davon aus, dass zum Teil erbliche Anlagen eine Rolle spielen, die das Gehirn anfälliger für derartige Fehlverschaltungen machen. Wie kann man diesen Patienten nun helfen? Zunächst einmal ist es für die Betroffenen ganz wichtig zu wissen, dass die Erkrankung nicht durch ihren eigenen Fehler, durch fehlerhafte Technik ausgelöst wurde. Die wichtigsten Therapieansätze sind dann neben einer medikamentösen Behandlung der Erwerb eines neuen Bewegungsmusters durch Durchbrechen des alten Bewegungsmusters. Jakob Spielmanns hat also gelernt, die problematischen Tonfolgen anders zu greifen. Hier die alte und hier die neue Art mit gestrecktem dritten und vierten Finger. Die neuen Bewegungsmuster haben natürlich bewirkt, dass ich schon wieder besser spielen kann, aber leider hat es nicht dazu geführt, dass die Krankheit überwunden ist und dass ich wieder ganz meine alte Spielfähigkeit erlangt habe. Die Diagnose der Erkrankung kann heute mit großer Sicherheit gestellt werden.
Aber über die Ursachen wissen wir immer noch sehr wenig. Hier besteht ein großer Forschungsbedarf. Wir in unserem Institut versuchen seit mehreren Jahren in einem Forschungsprogramm das Geheimnis dieser Erkrankung zu lüften. Wir haben hier zum Beispiel einen Computerflügel, der es erlaubt, unökonomischen oder übermäßigen Krafteinsatz an der Tastatur zu messen, wie er bei den Patienten häufig zu beobachten ist. Ich kann Ihnen das einmal demonstrieren. Zunächst einmal einen normalen Pianisten. Er würde einen Ton so anschlagen. Und nun einen erkrankten Pianisten. Bei ihm wird es so aussehen. Wir wollen damit den Patienten zeigen, wie ihr Bewegungsmuster gestört ist. Wir hoffen, dass wir mit diesen Untersuchungen mehr Aufschlüsse über die Zusammenhänge zwischen Hand und Hirn gewinnen. Wie komplex das Zusammenspiel zwischen Hand und Hirn ist, das wird besonders deutlich, wenn man versucht, künstlichen Händen Fingerfertigkeit und Fingerspitzengefühl beizubringen. Der in Japan entwickelte Roboter Warbot 2 kann zwar spielen, aber nicht die Notenseiten umblättern. Das ist für ihn viel zu schwierig. Voraussetzung für die Entwicklung von Roboterhänden ist, dass man die menschliche Hand genau kennt. Wenn Roboterforscher vom menschlichen Vorbild lernen wollen, staunen sie immer wieder, wie komplex die Steuerung der Menschenhand ist. 35 Muskeln bewegen die Hand. Die meiste Kraft kommt dabei aus dem Unterarm. Lange Sehnen übertragen die Kraft der Unterarmbeugemuskulatur bis in die Fingerglieder. Das ermöglicht die Entfaltung sehr großer Kräfte bei gleichzeitig schlanker Hand- und Fingerform. Die Finger sind durch ihre Scharniergelenke jeweils nur in einer Ebene beweglich. So. Und so. Im Gegensatz zu den Fingern kann der Daumen sich in zwei Ebenen bewegen und führt, bedingt durch die Lage und Konstruktion seines Sattelgelenks, auch eine leichte Drehbewegung aus. Erst durch den Daumen ist die Hand als universales Werkzeug zu gebrauchen. Denn er ermöglicht neben dem Kraftgriff auch den sogenannten Präzisionsgriff, bei dem der Daumen einem Finger gegenübergestellt wird. Ein Griff, den man bei allen Bewegungen braucht, bei denen Genauigkeit oder Geschicklichkeit gefordert ist. Einen anderen, einfachen Griff beherrschen schon Neugeborene. Es ist ein Reflex. Ein Greifreflex zum Überleben, den die Menschen von ihren Verwandten mit dem Fell geerbt haben. Affenbabys dient er zum Festklammern im Fell der Mutter. Gut, dass sie das nicht erst mühevoll lernen müssen. Ihnen ist der Greifreflex als Überlebensrüstzeug angeboren.
Ohne Fell macht der Greifreflex für Menschenkinder nicht viel Sinn. Also verlernen sie ihn schon nach wenigen Wochen wieder. Im Laufe unseres Lebens müssen wir Tausende von Bewegungsmustern lernen. Dazu gehört auch diese handfeste Art zuzupacken. Diesen Kraft- oder Hammergriff wenden wir tagtäglich automatisch an. Hände sind von ihrem Aufbau her auf Kraft und Stabilität ausgelegt. Auch das haben sie von den Affen geerbt. Die beherrschen den Kraftgriff aus dem FF. Beim Klettern und Hangeln können sie ihren Körper mühelos mit einer Hand halten. Und der kann immerhin je nach Art bis zu 150 Kilo schwer sein. Der Konstrukteur Natur hat hier für den Ernstfall vorgesorgt. Sicherheit vor Feinmotorik. Trapezkünstler provozieren den Ernstfall jeden Tag. Wenn sie sich gegenseitig fangen, leisten Hände und Arme Schwerstarbeit. Beim Fangen lastet auf den beiden Händen das zweifache Körpergewicht, also rund 160 Kilo. Solche Robustheit und Kraft sind bei Menschen wie Affenhänden mit bemerkenswerten feinmotorischen Fähigkeiten kombiniert. Die Biologin Dr. Marianne Christel hat den Affen genau auf die Finger geschaut. Was den Präzisionsgriff anbelangt und insbesondere bei den Schimpansen oder überhaupt den großen Menschenaffen, hat man lange Zeit vermutet, dass sie die menschliche Greifpräzision überhaupt nicht erreichen können. Also dass sie so präzise wie ein Mensch ein kleines Objekt mit Daumen und Zeigefinger spitze aufnimmt, dass sie das nicht erreichen können. Und das war ein Vorurteil. Das Vorurteil hielt sich wohl, weil die Forschung sich lange Zeit darauf konzentriert hat, die Fortbewegungseigenschaften der Primatenhände zu untersuchen. Besonders die großen Hände der Menschenaffen müssen beim Gehen sehr hohe Kräfte aushalten. Man hat angenommen, dass präzises Greifen bei Affen stark eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich ist. Dr. Christels Untersuchungen aber ergaben das Gegenteil. Alle Affen, die einen opponierbaren Daumen haben, können den Präzisionsgriff anwenden. Und den wenden sie auch systematisch an, wenn sie sehr kleine Objekte aufnehmen. Die Mühe machen sie sich natürlich nur, wenn es einen guten Grund gibt: Futter. Wenn das Ziel leckere Nahrung ist, greifen Affen besonders lustvoll zu. Ganz selbstverständlich öffnen sie Früchte, brechen sie auseinander und holen die Kerne heraus. Komplexe Handlungen, die für sich schon eine Feinmotorik voraussetzen und die zeigen, dass Affen ein Konzept beim Greifen haben. Sie wissen genau, welche Handbewegungen sie machen müssen, um an die Nahrung zu kommen. Doch die Affen brauchen ihre Hände nicht nur zum Fressen und Vorwärtskommen. Ähnlich wie wir begreifen auch Affen ihre Welt mit den Händen. Damit wird die Umwelt wahrgenommen, ertastet, befühlt. Neugierig und manchmal auch skeptisch und vorsichtig. Und mit den Händen wird kommuniziert. Dazu gehört beispielsweise das soziale Groomen, das gegenseitige Lausen. Dabei geht es streng hierarchisch zu. Die Rangniederen bedienen die Ranghöheren. Ähnlich wie Menschen drücken auch Affen Bedürfnisse und Gefühle mit den Händen aus. Die Palette der Ausdrucksmöglichkeiten ist groß. Gib mir was. Imponiergehabe. Sicherheitsbedürfnis. Geh weg. Sympathie. Was Primaten täglich mit der Hand tun, erstaunt. Und das im Grunde war das ein sehr großes Interesse von mir, als ich gesehen habe, wie sensibel und fein und wie klug Primaten ihre Hand einsetzen. Das war im Grunde auch eine Motivation, die Hand näher zu erforschen und im Grunde auch deshalb,
weil ich gewisse Vorurteile ausräumen wollte, dass die Affenhand weniger präzise greift als die Menschenhand. Wie die tierischen und menschlichen Vorbilder sollen auch Roboterhände Kraft, Robustheit und Präzision vereinen. Konventionelle Zwei-Fingergreifer, wie sie bislang in der Industrie eingesetzt werden, sind allerdings nur für sehr einfache Aufgaben geeignet. Dieser, Rotex genannt, wurde erfolgreich in der Raumfahrt eingesetzt. Solche Greifer müssen von vornherein wissen, was und wie sie einmal greifen sollen. Ihre Umgebung muss perfekt auf sie zugeschnitten sein. Ändert sich der zu greifende Gegenstand oder die Aufgabe, müssen sie passen. Von einer mehrfingerigen Roboterhand erwartet man sich, dass sie Objekte des täglichen Lebens stabil greifen und manipulieren, also bewegen kann. Das braucht ein Zwei-Backen-Greifer normalerweise nicht zu können. Die erste Frage lautet natürlich, wie viele Finger brauche ich dazu überhaupt? Nur mit 3 Fingern kann ich ein Objekt im Allgemeinen stabil greifen, aber wenn ich es drehen und manipulieren will, dann brauche ich dazu wenigstens 4 Finger. Der 5. ist dafür im Grunde überflüssig. Deswegen hier eine 4-fingerige Roboterhand. Und die nächste Frage lautet, wie viele Gelenke braucht ein einzelner Finger? Wir folgen hier dem menschlichen Beispiel. Das heißt, wir haben ein aktives Gelenk etwa hier. Die Fingerkuppe geht dann passiv mit, wie beim Menschen. Und wir brauchen noch 2 aktive Gelenke in der Basis des Fingers, um ähnliche Beweglichkeit zu erreichen. Bei einer 4-fingerigen Hand sind es also insgesamt 12 Antriebe. Und das große Problem ist diese Antriebstechnik, ähnlich übrigens wie die komplexe Sensorik, in die Finger zu integrieren. Die bisher gebauten Roboterhände sind diesem Problem in gewisser Weise ausgewichen. Man hat versucht, die Antriebstechnik zum Teil nach außen zu verlagern, wo dann eine große Kiste mit Öl oder auch Pneumatikaggregate rumstehen oder Elektromotoren, die am Roboterarm angebracht sind. Hier ist es, denke ich, erstmal gelungen, alle Antriebe in die Hand, in die Finger, in die Handwurzel zu integrieren. Und zwar war das möglich durch Verwendung des künstlichen Muskels, den wir hier im Institut entwickelt haben. Der Antrieb ist in Handfläche und Finger integriert, weil die Hand auf verschiedenen Roboterarmen universell einsetzbar sein soll. Der künstliche Muskel muss dabei dieselbe Kraftübersetzung leisten wie ein Hydraulikantrieb. Eines seiner Geheimnisse, eine sehr geringe Reibung. Über kurze Seilzüge läuft die Kraftübertragung zu den Gelenken. Das entspricht dem menschlichen Vorbild. Doch Muskelkraft ist nicht alles. Zielsicheres und feinfühliges Greifen ist gefragt. Aber woher weiß die Roboterhand eigentlich, was sie tut? Dafür muss sie fühlen können, wie wir auch. Die Anzahl ihrer Sinneszellen klingt im Vergleich zur menschlichen Hand fast bescheiden. Doch sie haben es in sich. 28 Sensoren je Finger helfen, die Position der Hand und Kräfte, die sie ausübt oder die auf sie wirken, zu registrieren. Die Sensoren sitzen in den Gelenken. Dieser im Fingergelenk meldet den Drehwinkel. Und dieser im Grundgelenk Winkel und Drehmoment. Taktile Fühler in der blauen Fingerhaut melden Berührungen und ihre Stärke an einen Rechner, das Hirn der Hand. Er wertet die Sensordaten aus, koordiniert die 12 Motoren, gleicht die Schwerkraft aus und verhindert, dass sich die Finger in die Quere kommen. Rot auf dem Bildschirm heißt Achtung Kollision. Unser Gehirn steuert solche Prozesse souverän, ohne dass wir uns dessen bewusst wären. Ohne zu überlegen, können Menschen jeden beliebigen Gegenstand greifen. Kann die Roboterhand das auch? Im Prinzip kann die Hand den Apfel greifen und halten. Wir sind allerdings im Augenblick dabei, den optimalen Griff mit der Hand zu trainieren. Der Apfel fungiert dabei quasi als Stellvertreter für alle runden Objekte. Wir müssen nicht für jeden Gegenstand ein eigenes Lernprogramm aufsetzen. Bevor die Hand gebaut war, haben wir an der Computergrafik, das heißt also in der virtuellen Welt, schon das Manipulieren von zylinderförmigen Objekten geübt. Und als die Hand dann zum ersten Mal betriebsbereit war, war sie augenblicklich in der Lage, zum Beispiel kleine Tonnen zu manipulieren.
Solche Lernverfahren basieren auf neuronalen Netzen, die ja letztlich der Informationsverarbeitung im Gehirn abgeschaut sind. Was Menschen Hand und Hirn alltäglich ohne weiteres leisten, muss die Roboterhand erst vom Menschen per Datenhandschuh lernen. Und auch das kann der Roboter nicht, mit den Händen etwas mitteilen. Jeder kennt es aus dem Alltag. Wir alle gestikulieren beim Reden. Vieles läuft dabei unbewusst ab, doch es gibt eine Reihe von Gesten, deren Bedeutung bewusst definiert ist. Auf den ersten Blick erscheint die Interpretation dieser Körpersprache einfach und geläufig. Ein Lächeln ist und bleibt auf der ganzen Welt ein Lächeln. Und eine erhobene Faust lässt keinen Zweifel an der Gefühlslage des Menschen. Trotzdem kann es bei der Interpretation von Gesten zu Missverständnissen kommen. Manche Gesten haben in verschiedenen Ländern eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Was allgemein in Europa und Nordamerika in Ordnung bedeutet, kann sich in Frankreich oder Tunesien ins Gegenteil verkehren. Hier heißt diese Geste nichts wert oder null. Noch schlimmer kann das Missverständnis in Südeuropa oder im Nahen Osten ausfallen. Das Zeichen kann dort als üble Beleidigung interpretiert werden. In Japan aber signalisiert die gleiche Geste Geld. Ein Japaner wiederum würde mit seiner Geldgeste in Südamerika nicht verstanden werden. Dort gibt es dafür eine andere Handbewegung. Doch die weitverbreitetste Geste für Geld ist diese. Sogar bei scheinbar einfachen Zeichen wie komm her oder geh weg kann es zu Irrtümern kommen. Viele Nordeuropäer würden hier wohl mit Weggehen reagieren. Doch in südlichen Kulturen sind dies Aufforderungen zum Näherkommen. So wie sich Kulturen in Sprache und Denken unterscheiden, so unterscheidet sich auch ihre Deutung von Gesten. Solche Unterschiede verraten einiges über die Zusammenhänge von Gestik und Sprache. Ich will jetzt über unbewusste Gesten sprechen. Ikonische Gesten, bei denen mit der Hand ein Bild in die Luft gemalt wird. Diese Zeichen sind so gut wie frei von jeder Konvention. Man kann aus solchen Gesten schließen, wie jemand beim Sprechen denkt. Bei unseren Untersuchungen haben wir aufschlussreiche Unterschiede zwischen japanisch und englisch sprechenden Personen gefunden. Dabei haben wir zunächst beiden einen Cartoon vorgespielt. Dann mussten sie die Geschichte einer dritten Person weitererzählen. Es ist einfach, diese Szene auf Englisch zu beschreiben, weil es ein ideales Wort dafür gibt: Schwingen. Alle Englischsprechenden haben dieses Wort verwendet und dazu eine große, bogenförmige Bewegung gemacht. Weil es das Wort Schwingen im Japanischen nicht gibt, behelfen sich Japaner mit einem Tarzan-greift-Liane-Vergleich. Die Bogenbewegung kommt dann in der Szene auch nicht vor. Man sieht also, dass die Art, wie ein Ereignis mit Gesten beschrieben wird, der sprachlichen Vorstellung von der Szene entspricht. Das ist ein Beweis für den engen Zusammenhang zwischen Sprache und Gestik, zwischen Hirn und Hand. Eine perfekte Koordination zwischen Denken, Sprache und Handbewegungen ist besonders wichtig, wenn Gesten ganz ohne Worte verständlich sein sollen. Wie hier an der Samuel-Heinecke-Schule in Hamburg, einer Schule für Gehörlose, wo Lehrer und Schüler mit den Händen sprechen. Sie unterhalten sich in Gebärdensprache. Warum ist da Streit? Ben mit Katja. Vor einigen Jahren hat sich eine Elterngruppe zusammengetan und hat sich für ihre Kinder einen zweisprachigen Weg gewünscht. Die haben bei der Schulbehörde Hamburg einen zweisprachigen, bilingualen Schulversuch beantragt, der dann nach einigen Widerständen auch dann zum Laufen kam. Unterrichtet wird in beiden Sprachen, der gesprochenen und der Gebärdensprache.
Eine hörende und eine gehörlose Lehrerin gestalten die Stunde. Die Kinder sollen so auf ein Leben in zwei Welten vorbereitet werden, der Welt der Hörenden und der Welt der Gehörlosen. Ich frag euch mal, warum sagt Ben, das macht mir Angst? Ja, warum sagt Ben, die großen braunen Augen von Anna machen mir Angst? Warum sagt er das? Hast du eine Idee, Marvel? Wenn Kinder sich zu selbstständigen, kompetenten Persönlichkeiten entwickeln sollen, dann brauchen sie dafür eine Sprache, in der sie denken, sich ausdrücken und mitteilen können. Die Gebärdensprache geht den gehörlosen Kindern dabei wie selbstverständlich von der Hand. Weißt du noch früher in Klasse 1, als du gekommen bist, wie haben sich Manuel, Marlene und Ole verhalten zu dir? Weißt du das noch? Wir beobachten, dass die Kinder in ihrer Basissprache, in der Gebärdensprache, sich kommunikativ sehr schnell entwickeln und auf einem sehr hohen kommunikativen Niveau, nahezu altersgemäßem Niveau, kommunizieren. Und in der Lautsprache, die langsamer sich entwickelt und auch erarbeitet werden muss und sehr intensiv und für die Kinder zum Teil auch sehr mühsam erarbeitet werden muss, die entwickelt sich langsamer. Welchen Beruf hat Grete, die Mutter von Ben und Holger? Arzthelferin. Arzthelferin. Helferin. Ich zeige euch eine Frage. Ihr lest und probiert zu antworten. Wo ist Anna geboren? Wo? Und geboren, ja. Kannst du es auch sprechen? Die deutsche Gebärdensprache ist gleichsam die Muttersprache der Gehörlosen. Sie wird hier als eigenständige Sprache wie anderswo Deutsch, Englisch oder Französisch unterrichtet. Heutiges Thema: Poesie. Die Kinder lernen ein Lied. Wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit Lehrer und Schüler sich in der Gebärdensprache verständigen, fällt es schwer zu verstehen, dass diese Art des Unterrichtens nicht weiter verbreitet ist. Auch die Zukunft dieses zweisprachigen Schulprojekts ist ungewiss. Seine Fortsetzung hängt unter anderem davon ab, ob die deutsche Gebärdensprache als vollwertige Sprache anerkannt wird. Auf einem Kongress in Mailand wurde die Gebärdensprache 1880 als Unterrichtsmittel verboten. In vielen Ländern wurde diese Beschränkung bis heute noch nicht aufgehoben. Seither dauert der Streit um die Anerkennung der Gebärdensprache an. Doch die Befürworter der Gebärdensprache bekommen Rückenwind, etwa aus der Gehirnforschung. Bislang nahm man an, dass die für Gebärden maßgeblichen Hirnareale bei Rechtshändern in der rechten Hirnhälfte liegen, derjenigen Hälfte, die eher für räumliches Vorstellungsvermögen zuständig ist. Wissenschaftler aus den USA meinen, dass die linke Hirnhälfte nicht nur bei Hörenden, sondern auch bei gehörlosen Menschen eine natürliche Veranlagung für Sprache hat. Sie konnten nämlich nachweisen, dass die Gebärdensprache in der linken Hirnhälfte, wo wichtige Sprachzentren sitzen, verarbeitet wird. So sehen immer mehr Wissenschaftler die Gebärdensprache als vollwertige Sprache an. Mit komplexer Grammatik und einem riesigen Wortschatz. Eine Sprache, in der sich Gehörlose mühelos über Computertechnik, Kindererziehung oder Theater unterhalten.
Im Hebbeltheater in Berlin ist das International Visual Theatre aus Paris zu Gast. Die 1976 gegründete Kompanie mit hörenden und gehörlosen Schauspielern führt unter der Regie von Thierry Roisin den Klassiker Antigone auf, in Gebärdensprache. Der Regisseur und sein Ensemble wollen dem hörenden wie gehörlosen Publikum ein Tor in eine andere Welt öffnen. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Kontakt mit den Schauspielern aufnahm. Ich hatte gesagt, dass ich mit der Gebärdensprache arbeiten wollte. Sie hatten damals Angst, lächerlich zu wirken, wenn sie öffentlich mit der Gebärdensprache auftreten würden. Aber ich dachte, halt, hier muss ich etwas tun, weil es hinter dieser Sprache eine außergewöhnliche Welt gibt, die es künstlerisch zu entdecken gilt. Regisseur Thierry Roisin entdeckt die Welt dahinter mit stark expressionistischen Bildern. Die Bilder sind dazu da, um ein Tor in eine andere geistige und sinnliche Dimension aufzustoßen. Deshalb sind sie wesentlich. Einen Zuschauer in ein Theater zu führen, das heißt, ihn dazu zu bringen, zu sehen und zu hören. Manchmal gibt es Phasen, wo er Stille hört. Er muss versuchen, Blicke zu hören. Das kann dann sehr befremdlich sein. Man ist es nicht gewohnt, in einem Theater zu sitzen, wo fast 1,5 Stunden nicht gesprochen wird. Ich glaube, dass diese Konfrontation quasi mit einem Selbst für den Zuschauer eine sehr starke Erfahrung ist, die ihn dazu bringen kann, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, hinter Gesten und Ausdruck zu blicken, ein Leben zu sehen, das wichtig ist und menschlich. Die Gebärdensprache der Gehörlosen offenbart nicht nur eine einzigartige Sprachwelt, sie veranschaulicht auch besonders deutlich die unglaublich komplexen Fähigkeiten unserer Hände. Sie sind ein Geniestreich der Evolution, der dem Menschen einzigartige Kunstgriffe ermöglicht. Als Werkzeug unserer Intelligenz und Kreativität werden die Hände gesteuert von einem kunstvollen Regelwerk im Gehirn. Ohne dessen Lernfähigkeit wäre kein Klavierspiel, kein virtuoser Tanz der Hände möglich. Mit Hilfe von Hirn und Hand haben wir unsere Welt in den Griff bekommen. Ähnlich geschickt können nur unsere nächsten Verwandten, die Affen, zupacken. Sie und wir sind die einzigen Lebewesen mit einem Daumen. Doch erst mit dem aufrechten Gang sind die Hände wirklich frei für höhere Aufgaben. Immer wieder haben wir versucht, die natürliche Perfektion unserer Hände nachzubauen. Ohne großen Erfolg. Roboterhände sind schon mit einfachen Handgriffen überfordert, weil ihnen ein Weltbild und Feingefühl fehlt. Unsere Fingerspitzen besitzen dank hochspezialisierter Sinneszellen eine einzigartige Sensibilität. Durch sie ist die Hand nicht nur Werkzeug, sondern auch Sinnesorgan. Sie sammelt Eindrücke, die das Gehirn braucht, um die Welt zu begreifen. Und sie hilft uns, Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Das perfekte Zusammenspiel von Intelligenz, Geschick und Gefühl macht unsere Hand unschlagbar.
Als Kommunikationsmittel, Handwerkszeug und Sinnesorgan zugleich spannt dieses Wunderwerk der Natur eine Brücke zwischen Fühlen und Denken. Vielleicht kommt es daher, dass eine kleine Geste manchmal mehr sagt als tausend Worte. Mehr über das Wunderwerk Hand im Geoheft zur Sendung. Lesen Sie außerdem, warum die Pandabären für China ein Milliardengeschäft sind. Wie Indiens Alltag 50 Jahre nach der Unabhängigkeit aussieht. Wie eine Sahara-Expedition Botschaften aus dem All entdeckte. Bestellen Sie jetzt unter 040 411 485.